Ja, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Spaß mit Klaas und vor allem Spaß mit dem Thüringer Landespokal. Der zweiten Hauptrunde der Saison 18-19, der FC Eisenach empfängt den SC 1911 Heiligenstadt. Ein Duell. Die ganz Alten unter uns werden sich daran erinnern, dass es 2011 schon mal im Halbfinale gegeben hat, als der SC Heiligenstadt im Elfmeterschießen in Eisenacher Wartburgstadion gewann und später dann Carl Zeiss Jena, wenn ich noch richtig informiert bin, empfangen durfte. Heiligenstadt hier als Favorit in die Begegnung gegangen, haben die Saison ja relativ durchwachsen angefangen. Haben in Martin Roth da 4-0 gewonnen, gleich am ersten Spieltag. Darauf folgte ein 1-1 gegen Meiningen zu Hause und vergangene Woche in Arnstadt 0-2 unterlegen. Demzufolge ein 7. Tabellenplatz im Mittelfeld, wo sich Heiligenstadt ja seit Jahren wenigstens gefühlt aufhält. Am Anfang Eisenach mit den zwingenderen Chancen. Hier, eine Wiesner Co-Produktion, schön quergelegt, alles richtig gemacht. Aber die Aufregung lässt vor dem Tor schon mal die Nerven flattern. Und dann hier nicht etwa Notbremse, sondern Abseits gegeben. Sehr zur Überraschung und sehr zum Unwillen des Eisenacher Publikums. Ja, ja, so einer Geschichte brauchst du nicht nachtrauen. Das ist eben nichts zu machen. Der Linienrichter hat so entschieden und dann haben wir das zur Kenntnis zu nehmen. Danke bitte, das war's mit der ersten Halbzeit. Eisenach mit 2 Hochkarätern, Heiligenstadt noch so gut wie nicht anwesend. Der Trainer, das habe ich gehört aus der Nähe, hat gesagt, ja, immer klar, schön ruhig den Stiefel runterspielen, so. Wir bekommen noch unsere Chancen. Und so war es dann auch in der zweiten Halbzeit. Eisenach nun wesentlich mehr unter Druck, Heiligenstadt erarbeitete sich Chancen und eigentlich wartete schon alles darauf, wann der Favorit nun hier in Führung gehen würde. Glanzparade durch den Torhüter, den neuen Torhüter der Eisenacher, Ivan Renic. Hier hat die Eisenacher Bank ein Handspiel gesehen, das gucken wir uns nochmal an. Alex Pohl hier zunächst mit dieser guten Möglichkeit, nein, das war definitiv die Schulter, das ist nicht elfmeterwürdig. Alles eine astreine Geschichte. Wieder Heiligenstadt, wieder Glanzparade von Ivan Renic. Ja. Der hält Eisenach hier im Spiel. Und die haben auch noch Konterchancen. Wiesner schießt hier den eingewechselten Robert Kiesewetter an. Und da haben wir es gerade noch gesehen. Es war tatsächlich abseits. Gleiche Höhe ist abseits. Den Querpass hätte er sich schenken können. War wohl besser gewesen, da den eigenen Abschluss zu suchen. Glück für die Wartburgstädter und dann hier noch so eine Möglichkeit. Diesmal muss Renic nicht eingreifen. Und dann hat er das vorgeschossen. Guck mal, wie der schießt. Ja, gab natürlich auch immer mal ein paar haarsträubende Querpässe. Aber Heiligenstadt verstand es nicht daraus, Kapital zu müssen. Schaut euch diese Möglichkeiten an. Die mussten hier wenigstens 2-3-0 führen in der zweiten Halbzeit. Diese Bilder lügen nicht. Eisenach ist in der zweiten Hälfte tatsächlich in die Defensive gedrängt. Ja, dann wurden sie langsam ungeduldig, unsere Gäste, und brachten überraschenderweise Härte ins Spiel, was man eigentlich von dem Landesklassist erwartet hätte, dass er körperlich dagegen hält. Das bot hier der Landesligist an. Freistoß für Pohl. Und etwas weit drüber, aber trotzdem eine gute Möglichkeit. Kann man, glaube ich, mal zeigen. Ja, doch nicht. Einmal mehr Ivan Renic. 90 Minuten, 0-0. Ich würde mal sagen, ein Teilerfolg für den Underdog. Wieder Freistoß Pohl, diesmal etwas weiter vorbei. Die Frage war natürlich nun, wem schwinden zuerst die Kräfte? Wer hat die Fitness für 120 Minuten? Eisenach bekam seine Konterchancen. Oh! Da hat auch nicht viel gefehlt. Und dann, nach 102 Minuten, ist es passiert. Der Favorit wird seiner Rolle gerecht und geht im Wartburgstadion mit 1-0 in Führung. Der eingewechselte Ivan Peric war der Übeltäter. Entschuldigung, der Torschütze. Ich sag mal so schön, das hat sich eingedeutet, gell? Ja. Da stimme ich zu. Ist nicht überraschend gefallen. War wirklich verdiente Führung. Sie ließen nicht locker, sie blieben am Drücker.
Und Eisenach zitterte sich in die Pause der Verlängerung. Yep. Ja, ein paar von den Jungs lassen die Köpfe hängen. Dafür gab es eigentlich keinen Grund, denn das Ergebnis gestaltete sich tatsächlich auch im Rahmen. Dann hat Michael Offenhaus wahrscheinlich die Coaching-Zone der Heiligen Stadt mit seiner eigenen verwechselt. Ich habe keine Ahnung, was er da wollte. Die haben sich einen lustigen Trick einfallen lassen, die Wartburgstädter, und haben den Ersatztorwart Risto Kovacev zwischen die Pfosten gestellt und dafür Ivan Renic ein Feldspielertrikot übergezogen. Das hat der Bank von Heiligenstadt nicht gefallen, das hat ihnen aber nichts genützt. Schiedsrichter hat gesagt, das ist recht so, das dürfen die machen. Und Eisenach griff nochmal an. Und wie? Ein Foulspiel von Kai Röse. Ich habe im ersten Moment gedacht, nee, nicht elfmeterwürdig. Aber jetzt guckt es euch in der Wiederholung nochmal an. Der trifft da alles. Aber nicht den Ball. Dafür eher Wiesner und der Elfmeter. Alex Bohl. Jawohl! 2011. Während des Pokal-Halbfinales lag er im Krankenhaus und hat am Live-Ticker das Elfmeterschießen mitverfolgen müssen. Niemand hier im Stadion hätte jetzt mit dir tauschen wollen. Jo, es war mucksmäuschenstill im Stadion. Und Pohl aber cool bis in die Haarspitzen. Das wollte Heiligenstadt natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Es waren noch 8 Minuten und es gab in der Nachspielzeit noch einmal 5 Minuten obendrauf. Aus meiner Sicht auch gerechtfertigt, es gab viele lange Unterbrechungen. Das konnte man schon mal machen. Und dann sind 120 Minuten rum. Der FC Eisenach ringt dem SC Heiligenstadt ein Elfmeterschießen ab. Offenhaus sagt hier seinen Leuten, es hat ganz, ganz toll gemacht. Jetzt macht euch nicht verrückt, geht da einfach hin, versucht das Tor zu treffen. Und wenn es dann zum Weiterkommen reicht, umso schöner. Und plötzlich sind sie wieder da, hellwach und motiviert. Heiligenstadt beginnt durch Alexander Rohner. Jawohl! Kovacev hält. Jonas Wiesner vergibt. Dann 2:1, Maximilian Henkel. Jawohl. Nächster Schütze für Eisenach, Tobias Kiesel. Der verwandelt den ersten Elfer im Elfmeterschießen für die Gastgeber. Spannende Geschichte, dass wieder Heiligenstadt souverän verwandelt. In dem Fall von Martin Heinevetter. Nächster Schütze für die Eisenacher, das ist Risto Kovacev. Schade. Und wieder gehen die Heiligenstädter in Führung, diesmal durch Julian Thunert. An dem hat er dran geschnuppert, trotzdem macht Niklas Wieser das 4:4. Letzter Schütze, Sebastian Möhlhenrich, der war 2011 schon dabei. Ausgerechnet er vergibt, der Captain. So ist das, im Elfmeterschießen ist halt alles möglich. Alexander Pohl. Er hat im Vorfeld gesagt, dieses Jahr verlieren wir nicht gegen die im Elfmeterschießen, und er hat recht behalten. Diese Bilder sprechen einfach für sich. Wunderschöne Geschichte. Eisenach steht im Achtelfinale des Thüringer Landespokals. Kommt trotzdem gut ein. Jo, das hat Bock auf mehr gemacht. Das nächste Heimspiel sehen wir in 14 Tagen. Dann kommt Ortruf zum Derby ins Wartburgstadion. Ich bin wieder dabei.